Wir können nicht nach Syrien fahren. Aber wir können, und da lade ich Sie alle ein, fahren Sie morgen in die Flüchtlingsunterkünfte. Denn wir haben ja auch eine Historie hinter uns, in dem auch unser Land Schuld auf sich geladen hat. Die Medien werden dem ganzen Elend in keinster Weise gerecht. Seit dem August 2012 haben sich die Zahlen, mit denen wir es zu tun haben, mehr als vervierzigfacht. Kommen Sie nach Biebertal, sprechen Sie mit den Leuten, nehmen Sie die Leute in den Arm. Auch in Gießen müssen Sie leider Wochen, aber auch Monaten warten bis zu einer Anhörung, damit über Ihre Asylanträge entschieden wird. Dennoch würde ich Sie darum bitten, dass die Mitarbeiter dort wenigstens mit Respekt mit den Leuten umgehen, weil das ist wichtig. Wie kann es sein, dass das Land für solchen Krisenzeiten in Anführungszeichen nicht vorbereitet ist?